Liebe Gäste im Plenum, ich freue mich, dass das Thema Deep Packet Inspection und damit zusammenhängende Themen ein großes Interesse findet. Und ich glaube, das ist auch zu Recht so, weil wir hier auf dem Podium zu diesem wichtigen und vielfältigen Thema auch ein sehr qualifiziertes Podium zusammenstellen konnten. Ich darf mich herzlich bedanken bei den vier Diskutanten, die hier Rede und Antwort stehen werden, zur Frage, die hier im Titel zu lesen ist, Netzwerkmanagement und Deep Packet Inspection, wer kontrolliert das Netz? So haben wir es überschrieben. Und zur Erörterung dieses Themas haben wir eingeladen, einmal Thomas Grob, hier auf der rechten Seite. Thomas Grob ist Senior Experte Regulierungsstrategie im Bereich von Public and Regulationsangelegenheiten bei der Deutschen Telekom. Wir haben dann hier Hendrik Schulze gleich neben mir. Hendrik Schulze ist Chief Technology Officer und President of the EPOC oder IPOC? EPOC GmbH aus Leipzig. Das Unternehmen zählt zu den führenden europäischen Anbietern von Deep Packet Inspection Lösungen. Links neben mir hat Platz genommen der Professor Dr. Rüdiger Weiß. Er ist Professor für Informatik mit dem Schwerpunkt Systemprogrammierung an der Beuth Hochschule für Technik in Berlin. Und links außen von mir hier ist Frank Rieger. Er ist Sprecher des Chaos Computer Clubs, aber hat natürlich auch einen ganz ordentlichen Beruf, ist nämlich technischer Geschäftsführer eines Unternehmens für Kommunikationssicherheit. Wir haben diese vier Experten eingeladen, weil wir meinen, uns mit Ihnen dem Thema zu nähern und das Thema zu erörtern, was seit vielen, seit langer Zeit eigentlich schon eine ganz zentrale Rolle spielt, wenn wir über Kontrolle, Regulierung diskutieren, wenn wir über Netzneutralität diskutieren. Und ich denke, wir werden die Zeit, die wir hier haben, bis um 16.15 Uhr sicherlich eine ganze Ecke weiterkommen und viele Fragen diskutiert haben. Wir haben das vorgesehen, dass wir drei Fragerunden mit unseren Experten diskutieren wollten. Und zwar in der ersten überhaupt erstmal die Grundlagen uns nochmal angucken wollen, nämlich die Funktionsweise, Leistungsfähigkeit, aber auch Verbreitung von Technology oder Technologie in Bezug auf Deep Packet Inspection, die es gibt. Dann in der zweiten Fragerunde, wenn wir diese Diskussion in dieser Diskussion geklärt haben, worüber wir reden, dass wir die Anwendungsszenarien uns angucken, dort insbesondere den Schwerpunkt der Priorisierung im Breitbandnetzwerkmanagement. In der dritten Fragerunde, und ich hoffe sehr, dass wir das auch soweit zügig abwickeln können, die beiden ersten genannten, dass wir dann auch nochmal in die eingehende Debatte der Anwendungsszenarien, nämlich der Inhalte Regulierung, uns befassen können, beschäftigen können. Und das Thema, was hier eben schon mal eine Rolle gespielt hat in der ersten Runde, dass wir auch mit der Frage am konkreten Beispiel von Urheberrechtsverletzungen die Frage von DPI aufgreifen wollen. Wir haben dieses Thema deshalb mit draufgenommen, wie gesagt, weil es eine zentrale Rolle spielt, was die Freiheit des Netzes, welches auch immer die Freiheit sein soll, und eben auch die Kontrollmöglichkeiten, die damit einhergehen, dass wir die auf jeden Fall exklusiv erörtern müssen, wenn wir denn unter dem Titel Netz für alle uns mit den gegenwärtigen und künftigen und zu erwartenden Problemen und Fragen der Internetwirtschaft, der Internetgesellschaft uns vornehmen wollen. Wenn wir jetzt das Thema von DPI aufrufen, Herr Schulze, dann haben wir es mit einer Technologie zu tun, die, ja, wenn man es platt machen sollte und nicht hier ein so informiertes und informiertes Publikum hat wie hier, dann müssen wir uns das so vorstellen, dass natürlich jedes Datenpaket, von dem wir ungefähr wissen, wie es technisch funktioniert, was durchgeleitet wird, dass es klar sein muss, dass es zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein muss,
das für den Empfänger bekannt sein muss, wer ist denn der Absender des Ganzen, und dass wir eben wissen, in welcher Reihenfolge werden die Datenpakete dann beim Empfänger wieder zusammengesetzt. Das heißt, wir müssen uns, wenn wir es auf die Post übertragen, was hier häufig gemacht wird, müssen wir wissen, wer ist der Absender, wer ist der Empfänger, und können dann eben auch richtig zustellen, ohne dass wir dabei nachgucken, welcher Inhalt wird denn da gerade transportiert. Man würde sich dann als Netzbetreiber lediglich darauf beschränken, dass man den Weg und die Infrastruktur dazu zur Verfügung stellt. Wir wissen aber eben auch, dass DPI weit mehr kann technisch, als lediglich diese Absender- und Empfängerinformationen zu erkennen. Vollautomatisch sind ganz andere Sachen möglich, wenn Sie aus der Sicht des Fachmanns und auch des Unternehmers uns nochmal ganz kurz erklären können, mit entsprechend kurzen, klaren Worten, worüber reden wir eigentlich, wenn wir von DPI sprechen. Ja, guten Tag erstmal von meiner Seite. DPI ist ein Überbegriff eigentlich für ein ganzes Bundle an verschiedenen Technologien. Es wird gerne, es beschreibt eigentlich eine konkrete Technologie, aber eine ganze Menge an anderen Technologien werden da unter dem Deckmantel DPI auch noch mit verkauft. Ich mag Gleichnisse besonders gern zum Illustrieren, ich übertreibe es da manchmal auch ein bisschen, aber für mich ist DPI sowas wie ein Röntgengerät. DPI ist kein Werkzeug, um eine spezielle Sache zu machen, also eine spezielle Policy durchzusetzen oder eine konkrete ein konkretes Anwendungsszenario durchzusetzen, sondern es ist ein Röntgengerät, das kann ich einsetzen zur Diagnose, das kann ich einsetzen, um Koffer zu scannen auf dem Flughafen etc. Das heißt, DPI ist eine Technologie, um aus einem Kommunikationspattern im Internet, also im Datenkanal, sind alle Informationen nur 0 und 1, Informationen herauszubekommen. Das, was hinten dran dann kommt, ob ich Netzwerkmanagement betreibe, ob ich Urheberrechtskontrolle betreibe etc., sind Anwendungsfälle. Und ich finde es sehr gut, dass das in diesem Panel wirklich auch von Wörtern her mal getrennt wird, weil ganz oft wird es in einen Topf geschmissen. Und DPI an sich beschreibt jetzt die Fähigkeit, außerhalb von Sender und Empfänger, also die Sender und Empfänger haben sich auf ein Kommunikationsprotokoll geeinigt, so wenn wir reden in Deutsch, wir benutzen eine Grammatik, wir haben gewisse Regeln, dass nicht alle gleichzeitig regeln. Also Sender und Empfänger haben Regeln. Wenn ich jetzt zusätzlich im Kommunikationskanal irgendetwas tue, brauche ich Wissen über diese Information, und DPI ist jetzt dieses Werkzeug, um diese Information zu bekommen. Ich kann dabei beliebig tief gehen, also im Rahmen der technischen Möglichkeiten, kann ich sehr, sehr tief gehen und verschiedene Informationen herauskristallisieren. Ganz High Level ist zu sagen, was für eine Anwendung ist das zum Beispiel. Ist es ein Telefoniegespräch, ist es ein Video-Download etc. Bis hin natürlich zu sagen, ich will alles aus diesem Datenpaket wissen, wer hat da wann was gemacht, welche User-ID steht dahinter. Und der Oberbegriff dafür ist eben die Packet Inspection. Nun haben Sie eben schon eine ganze ein paar Inhalte genannt, für die, glaube ich, wesentlich ist auch die Frage zu stellen, wie es mit der Priorisierung ist. Also noch nicht um nicht den letzten Fragepunkt schon vorwegzunehmen, aber wenn wir in der Politik beispielsweise über Netzneutralität reden, ist es natürlich sofort das Thema, wo angemerkt wird, natürlich muss es so sein, dass wir über diese zielgenaue Kommunikation hinaus, dass wir auch das Netzwerkmanagement damit betreiben. Das setzt entweder eine höhere Kontrolle voraus, um beispielsweise zu sagen, das ist wichtiger als das andere, oder das ist bereits mit einem bestimmten Preis belegt und kann deshalb auf bestimmten vorrangig auf Service aufsetzen, was mir gegenüber einem anderen Inhalt Vorteile mitbringt. Wir diskutieren dann auf der Basis des gegebenen Möglichkeiten, der Leistungsfähigkeit der Netze, und wo dann häufig genannt wird, deshalb muss es sein, dass unterschiedliche Prioritäten vergeben werden. Nun kann man auch anders entscheiden und sagen, dann erhöhen wir die Leistungsfähigkeit der Netze. Dann ist die Frage, ob ich priorisieren muss, ist dann nebensächlich. Ist das mit der Leistungsfähigkeit der Netze möglich, oder
Und auch andersrum gefragt, um jetzt, ich bleibe mal beim DPI, das liegt mir im Moment ein bisschen stärker auf der Zunge, kriegen wir das mit DPI am besten geregelt, auch ohne dass wir einen großzügigen und großen Netzausbau betreiben müssen? Es geht auch anders, definitiv. Die Frage ist, was für einen Preis wir dafür bezahlen müssen. Wir können sofort alle Kernkraftwerke abschalten, alle fossilen Brennstoffkraftwerke abschalten, wir müssen dafür einen Preis bezahlen. Dasselbe ist mit dem Internet auch so, wir können darauf verzichten. Aber der Preis wird den Leuten nicht gefallen. Und zum Thema Netzneutralität, also meine persönliche Meinung da ist, das Netz ist heutzutage nicht neutral. Es ist noch nie neutral gewesen. Das vergessen ganz viele Leute. Und Netzneutralität wird oft gleichgesetzt mit keine Regulierung im Internet. Heutzutage wird meiner Meinung nach der technisch unversierte Nutzer und der Nutzer mit einem kleinen Geldbeutel benachteiligt durch das Internet. Technisch versierte Nutzer können zum Beispiel durch Peer-to-Peer-Tauschbörsenprogramme einen wesentlich größeren Anteil am Internetverkehr bekommen, als ihnen eigentlich zustehen würde. Die Frage ist natürlich auch hier, wie definiert man jetzt fairen Zugriff? Und zum anderen ist es so, dass Internetnutzer dort diskriminiert werden, wo die Internetinfrastruktur noch nicht da ist. Ich habe jahrelang am Stadtrand von Leipzig gelebt, dort gab es kein DSL, dort gab es kein Kabel, dort gab es auch kein mobiles Internet an dieser Stelle nicht. Und die Telekom hat mir auch klar gemacht, sorry, das ist gerade dumm gelaufen für dich. Und ich weiß, wie schwierig das mittlerweile ist, dann den Kindern zu erklären, warum die Hausaufgabe suchen im Internet irgendwas raus nicht geht. Und gerade der Ausbau der Internetinfrastruktur hängt davon ab, dass ich die begrenzten Ressourcen effektiv steuern kann. Ja, hätte ich überall perfektes Internet, die maximale Bandbreite, bräuchte ich also für die Optimierung die Sache nicht, aber wir haben das momentan nicht und der Ausbau wird auch noch sehr, sehr lange dauern, bis ich auch überall meine angemessene Bandbreite bekommen kann. Herr Professor Weiß, wir haben eben jetzt gehört, aus welchen Gründen es sinnvoll sein kann und warum es sinnvoll ist, DPI einzusetzen. Es gibt aber noch weitere Gründe, möglicherweise dafür sprechen, auf diese Technologie zu setzen. Es wird bei der Bekämpfung davon gesprochen, wie gehe ich eigentlich mit Schadsoftware und wie gehe ich mit Angriffen aufs Netz um, zu dem dann möglicherweise auch das Instrument DPI gehört. Zu was ist denn diese Technik sonst noch nutzbar und wo sind andere Einsatzbereiche? Naja, als Informatiker möchte ich, bevor wir denn auf die politischen Fragen Netzneutralität kommen, nochmal ein paar technische Anwendungen machen zu dieser DPI-Sache. Und ich möchte das Bild von Herrn Schulze aufnehmen. Es ist nicht ein Röntgengerät, das irgendwie am Flughafen steht, um irgendwie Bomben im Gepäck zu finden, sondern es ist einfach ein universeller und unheimlich leistungsfähiger und unheimlich angreifender Nacktscanner, der dann irgendwie für alle Pakete verwendet wird. Und um dann auch nochmal die Beispiele zur Post zu machen, Sie kommen aus den neuen Ländern, insofern werden Sie das vielleicht aus der alten Zeit kennen, das ist nichts anderes als DPI, dass der Bedarfsträger, hieß es damals, glaube ich, auch in der DDR, alle Post öffnet, dann entscheidet, wie mit welcher Strategie vorzugehen sind. Also um es mal ganz klar zu sagen, DPI ist nicht irgendwie so sehr flexibel und gut, dass wir darüber geredet haben. Sie schnüffeln in jedes Paket rein. Das ist irgendwie professioneller und geskripteter, als die Stasi in Jahrzehnten das gemacht hat. Um es mal ganz klar zu sagen, sie öffnen jedes Paket, sie schnüffeln in jedem Paket rum und versuchen dann zu entscheiden. Es gibt da irgendwie ein paar Vorstufen, vielleicht kommen wir in der technischen Sache nochmal. Es gibt sogenannte Stateful-Untersuchungen, wo nur, sagen wir mal, etwa geguckt wird, was ist das in etwa für ein Brief. Das kann man irgendwie mit dem neugierigen Postboten vergleichen, der riecht, ob es ein Liebesbrief ist oder die Versender aus Flensburg mit ihren neutralen Kuverten irgendwie problemlos erkennt, wie mir Leute versichert haben, die in der Post gearbeitet haben. Es ist nicht so harmlos, wie es jetzt dargestellt wurde. Und diese Technologie, und da sind wir sogar so weit, dass selbst im Hearing des Außenministeriums mal kritisch gemacht haben, diese DPI-Sachen, wenn man überall schnüffeln kann, dann kann man auch nach verbotenen, schmutzigen Wörtern wie unverschleierten Frauen oder bösen Wörtern wie Demokratie in China suchen. Man muss sich einfach mal bewusst sein, dieses DPI ist ein universelles Schnüffel.
Tool. Und das sollte man einfach in der Bewertung machen. Und ich sage es jetzt nur ungern, ich bin der Meinung, dass Hersteller von diesen Verschlüsselungs-, also diesen Schlüsselsoftware, zumindest was den Export angeht, also sehr rigide zu kontrollieren sind. Gut, das wäre eine Frage der politischen Handlungsnotwendigkeiten, die wir sicherlich auch nochmal kurz besprechen werden. Ja, vielen Dank. Also da sind die Leistungsfähigkeiten, die Sie der Technologie zuschreiben, gehen weit über das hinaus, was wir aus der Sicht des Produzenten und Unternehmens gehört haben. Die Leistungsfähigkeit der Technologie lässt es zu. Also da bin ich als Informatiker irgendwie halt, man nimmt das Paket und schaut alles an und kann dann alles mitmachen. Also das ist keine sophistikierte Technologie, dass man irgendwie das raussieht, sondern man schnüffelt erstmal, man öffnet die Post und schnüffelt die durch und dann ist es rein. Also die Technologie ermöglicht es, das schlicht und einfach. Und hier, Sie haben sich auf den Standpunkt zu stellen, dass das in Deutschland wahrscheinlich juristisch geregelt ist, da muss ich immer zurücklästern, das war es übrigens in der DDR auch der Fall. Okay. Ja, ich würde, also erstmal herzlichen Dank, dass Sie mir den Ball so schön zuspielen, weil das ist das größte Ärgernis für mich, wenn es um DPI geht. Dieses Gleichnis zu sagen, also da sitzt jemand, der reißt jeden Brief auf, liest ihn durch und entscheidet dann, ob er weitergeleitet wird oder nicht. Logisch, wenn das so wäre, hätte ich auch echte Bauchschmerzen. Als Hersteller dieser Technologie und einer, der die ganze Technologie am Anfang mitentwickelt hat, weiß ich ziemlich genau, wo da auch technische Limitierungen sind. Erstens ist Datenverkehr im Internet, das ist nicht ein Brief, der durchs Internet geht. Das sind mindestens 6 oder 7 Briefumschläge, die ineinander stecken. Und je nachdem, was ich machen will, muss ich sogar tiefer reinschauen. Das heißt, den ersten, den zweiten, den dritten Umschlag unter Umständen aufreißen, um reinzugucken. Da kann man sich philosophisch streiten, wie tief darf ich ins Paket gucken. Was das Potenzial angeht, gebe ich Ihnen völlig recht. Ich kann alles damit machen. Mein Argument ist ein ganz anderes und weswegen ich auch hier persönlich bin, ist zu sagen, bitte lasst uns entscheiden, wie viel wollen wir davon machen. Wenn ich das schweinische Wort als technischer Prozessor in dem Router finde, dann ist das völlig egal, ob der rot wird vor Scham. Solange diese Information nicht verwertet wird, diesen Rechner nicht verlässt, ist das völlig egal. Jeder Router, der einen Prozessor hat, liest sowieso alles momentan mit. So ist das auch da. Und wenn ich die Privatsphäre von Leuten nicht verletzen darf, wenn ich keine Zensur im Internet durchführen will, sollte ich als Gesellschaft das ganz laut sagen und jeden, der das tut, dann entsprechend sanktionieren und nicht die Technologie an sich angreifen, weil die Technologie hat, wie gesagt, eine ganze Menge an sinnvollen Einsatzszenarien. Jetzt die Frage an Herrn Grob als Vertreter eines großen Netzbetreibers. Und wenn in Vorbereitung auf dieses Panel haben wir uns nochmal den Begriff Service Control Engine gegoogelt und festgestellt, dass auch die Deutsche Telekom AG diese Technologie einsetzt zu ihrem Management des Netzwerks. Und nun ist die Frage, wenn wir jetzt erfahren haben, was wirklich alles potenziell möglich ist, dann ist natürlich schon die Frage spannend, welche Fähigkeiten auch die Telekom dafür, welche Fähigkeiten die Telekom erwartet und welche Fähigkeiten von DPI sie auch einsetzt. Und danke für die Frage und danke auch für die gute Vorarbeit der Vorredner. Ich denke, es ist auch wichtig, hier nochmal eine weitere Unterscheidung einzuziehen. Wir haben jetzt über DPI, also Deep Packet Inspection, gesprochen, wo man eben reinschaut in die Pakete. Es gibt aber auch die Packet Inspection, wurde auch die Stateful Inspection genannt, wo ich damit auskomme, dass ich eigentlich nur den Header, also den Briefumschlag anschaue und damit kann man schon eine ganze Menge machen. Fürs Festnetz kann ich ganz klar sagen, DPI in öffentlichen Netzen setzen wir so nicht ein. Wir haben sehr wohl DPI im Einsatz, um unsere Geschäftskunden auch zu schützen, deren Server, die haben ein massives Interesse, dass das geschieht, dass nicht einfach jeder Verkehr in ihr Netz reinkommt. Im öffentlichen Internet, so wie das unser Internet Access Service ist das aber nicht live geschaltet. Wir haben sehr wohl auch Plattformen, um im Fall von Angriffen, diesen DDoS-Attacken, diese Plattformen live zuschalten zu können, um also auch unsere Kunden schützen zu können. Was ganz wichtig ist, und das wurde auch schon gesagt, kein Mitarbeiter der Deutschen Telekom schaut irgendwie in ein Datenpaket rein und die Deutsche Telekom interessiert auch nicht, was in den Datenpaketen drin ist.
Das Wichtige bei der Sache ist, es ist alles anonymisiert, es wird nichts registriert, es gibt keine Protokolle. Also wir haben hier in Deutschland ja auch schon sehr viele Normen, die in diesem Fall gelten. Wir haben das Fernmeldegeheimnis, das wird jederzeit respektiert. Wir haben auch eine ganze Reihe von Vorschriften zum Datenschutz. Da ist es auch der Telekom natürlich wichtig, dass wir die alle einhalten. Das Stichwort Service Control Engine wurde genannt, das ist richtig, auch die haben wir im Einsatz. Das wird insbesondere im Mobilfunk verwendet. Und hier an der Stelle natürlich das kritische Thema Skype, Mobile, Voice over Internet. Das sind genau die Maschinen, die wir einsetzen, um eben in den Tarifen, wo wir das nicht zulassen, den Verkehr dann auch zu unterbinden. Das ist korrekt. Wir nutzen diese Maschinen aber auch für eine ganze Reihe anderer Anwendungen, wie zum Beispiel eine Auswertung des Verkehrs. Das dient uns zur Netzplanung. Das wird aber auch angefordert von der Aufsichtsbehörde, also von der Bundesnetzagentur. Die wollen von uns auch wissen, welche Verkehrsarten und welchen Mengen denn durch unsere Netze gehen. Das ist wichtig, insbesondere bei Entgeltverfahren. Last but not least möchte ich einfach nochmal betonen, wir sollten wirklich hier differenziert sagen. Ich bin der Meinung, wir als Deutsche Telekom setzen das verantwortungsbewusst ein. Wir haben es auch unserem Datenschutzbeirat, wo alle wichtigen Parteien vertreten sind. Der Chaos Computer Club ist auch vertreten. Wir haben das da präsentiert und ich denke, das hat auch schon ein bisschen geholfen, Vertrauen zu schaffen. Wir sind gerne bereit, da mehr zu leisten an der Stelle. Aber wenn Sie, Herr Grob, Ihre Kunden schützen wollen, dann müssen Sie ja auch wissen, wovor Sie schützen wollen. Und das heißt, Sie müssen wissen, woraus könnte möglicherweise ein Angriff entstehen und woraus nicht. Das ist an der Stelle auch gar nicht so schwierig. Also ich denke, Herr Schulze ist besser geeignet, um auf die Frage zu antworten. Wir interessieren uns jetzt nicht für irgendwelche Kommunikationen, die uns missliebig wären. Das interessiert uns nicht. Was die Gefahr ist, vor der wir schützen wollen, das ist ganz klar Malware. Die hat bestimmte Signaturen, die kann man erkennen. Da geht es nicht um Inhalte und Kommunikation in dem Sinne, sondern vielmehr um Programmcode, der schädlich und eben auch gefährlich für die ganze sein kann. Okay, das soll an dieser Stelle erstmal reichen und dann würde ich ganz gern Frank Rieger ins Gespräch bringen, der ja zumindest als Vertreter einer Organisation offenbar dann doch auch mit solchen Fragen auch institutionell betraut ist, wie wir eben gerade erfahren haben. Wie sieht das denn aus der Sicht einer sich sehr kritisch mit solchen Fragen auseinandersetzenden Organisation aus? Na, was wir beim Thema DPI sehen, ist, dass da Technologie flächendeckend eingeführt wird, die sehr wohl dazu geeignet ist, den politischen Diskurs im Netz vollständig zu unterbinden, wenn die entsprechenden Mandatierungen dafür erfolgen. Und die, was ja immer gerne getan wird seitens der Netzprovider, ist zu sagen, so ja, wir benutzen es ja nur, um dafür zu sorgen, dass ihr noch weiter telefonieren könnt, damit halt irgendwie BitTorrent nicht irgendwie das gesamte Netz anfüllt und euer VoIP nicht mehr funktioniert. In der Tat ist es aber auch so, dass die genau diese Maschinen, von denen gerade gesprochen wurde, diese Cisco Service Control Engines, wenn man sich da mal die Handbücher anguckt, da kann man auch ganz gezielt Protokolle unterbinden und zwar mit einem einzigen Klick. Da kann man sagen, hier gibt es zum Beispiel keinen Anonymisierungsdienst Tor mehr, der ist dann halt einfach abgeschaltet. Oder Webseiten, in denen bestimmte Stichworte sind, die werden zwar noch anklickbar sein, aber es wird jeder Nutzer, der diese Stichworte dort eingibt, registriert. Ne? Oder der Verkehr wird vollständig unterbunden. Und genau diese Methoden werden auch verwendet in Regimen, wo genau dieselben Maschinen mit genau denselben Softwareversionen stehen, die halt einfach nur anders konfiguriert sind. Und das Problem, was wir damit haben, ist schlicht und ergreifend, dass da eine Technologie eingeführt wird, die weitaus mächtiger ist, als tatsächlich für den postulierten Zweck notwendig. Und wenn wir uns angucken, wie unsere Politik agiert, wenn mal wieder irgendeine Sau durchs Dorf getrieben wird und irgendjemand wieder versucht zu sagen, wir müssen jetzt aber, keine Ahnung, Bettina Wulff schützen oder was auch immer gerade irgendwie das Thema des Tages ist, dann wird es nicht besonders lange dauern, bis man irgendwie auf die Idee kommt, huch, wir haben doch da diese schönen Maschinen stehen, eigentlich können wir doch und das ist dann alles total demokratisch legitimiert und dann wird es wahrscheinlich irgendein Komitee geben, was die Zensurworte irgendwie festlegt, aber das Kernproblem ist, die Technologie ist da und eine Technologie ist eingeführt worden, die es zwingend notwendig macht, dass man irgendwelche Kontrollinstanzen, Regulierungsinstanzen schafft, ohne dass diese Instanzen überhaupt da sind, dass die auch nur angedacht sind, sondern was da passiert ist, die Konzerne sagen, insbesondere auch die Telekom sagt, ja, wir vertraut uns doch mal, so passiert ja schon nichts.
Aber wenn ich mir dann zum Beispiel angucke, was die Telekom gerade in den Mobilnetzen tut, also was da an Diensten unterbunden wird, dann ist ganz klar, dass man einem Konzern, dessen grundlegender Fehler ist, dass er sich nicht als reiner Transporteur von Bits versteht, sondern eben auch Mehrwertdienste anbieten will und Dienste zum Beispiel wie Spotify bevorzugen möchte, weil er daran beteiligt ist, dem kann ich da einfach nicht vertrauen. Und insofern ist die Einführung dieser Technologie ist übereilt und ein grundlegender Fehler. Und im Übrigen warten wir immer noch darauf, dass wir mal Daten sehen, dass zum Beispiel aggressives Netzmanagement überhaupt notwendig ist. Also das haben wir gerade wieder in der Internet-Enquete gesehen, das ist von Seiten der Internetanbieter, kamen da keine belastbaren Daten dazu, dass tatsächlich es notwendig ist, halt mal Netzwerkmanagement in so einer aggressiven Art und Weise zu betreiben. Und was Herr Schulz sagte, dass er kein Internet bekommen hat, ja, das kenne ich auch, das hat aber nichts mit Netzneutralität zu tun. Das ist ein Problem im Access-Netz und nicht im Backbone. Und da kann man auch mit DPI nichts dran ändern, dass da einfach keine Kabel in der Erde liegen oder halt niemand irgendwie die Funkstrecken dazu hinlegen will. Insofern sollten wir mal aufpassen, dass wir da nicht immer Argumente miteinander vermischen, die nichts miteinander zu tun haben. Also haben wir zurzeit bereits eine eingeführte Technologie, von der wir Ihrer Meinung folgend noch nicht zwingend angewiesen sind. Und zweitens, dort wo es eingeführt worden ist, ist es noch nicht ordentlich und verlässlich kontrolliert und reguliert. Wir sind natürlich nicht dagegen zu sagen, okay, wenn es belastbare Argumente und Statistiken gibt, also wenn die Internetprovider könnten ja einfach mal sagen, okay, wir haben so und so viel diese Sorte von Problemen, und dann kann man darüber natürlich auch mal reden, welche Art von Technologie man benutzen kann, um diese Probleme zu lösen. So. Und der Schulz hat da schon ganz recht, natürlich gibt es Methoden, zum Beispiel Netzwerkmanagement-Probleme zu lösen, ohne dass man in die Pakete tief reingucken muss. Das ist völlig unproblematisch. Aber natürlich ist wenn man so ein Konzern wie die Telekom ist, dann kauft man natürlich, wenn man schon diese Investition tätigt, die Maschinen mit den größtmöglichen Fähigkeiten, die dann eben auch noch sehr viel mehr können und potenziell dazu in der Lage sind. Ich meine, gucken wir uns an, was in anderen Ländern passiert. Wir gucken mal zum Beispiel mal nach Ungarn. So, Ungarn war bis vor kurzem ein demokratisch regiertes Land. Und von daher ist die Perspektive, dass auch in Deutschland sich politische Verhältnisse so ändern können, dass die Technologie, die einmal da ist und einmal installiert ist, um politischen Diskurs zu unterbinden, benutzt werden kann, ist nicht vollständig unvorstellbar. Und das ist die Warte, von der aus wir argumentieren, dass wir sagen, wir möchten eigentlich nicht ein Netz haben, was potenziell technisch vollständig kontrollierbar ist, weil wir uns nicht darauf verlassen können, dass unsere demokratischen Mechanismen so stabil und so leistungsfähig sind, dass es dann nicht irgendwann mal Schluss ist. Aber Entschuldigung, das Netz ist vollständig kontrollierbar, auch ohne die Packet Inspection. Kleines Beispiel ist der Iran. Die haben einfach das Internet abgeschaltet. Das Ganze war in Ägypten, in Tunesien ganz genauso. Im Iran war es übrigens so, dass von den, glaube ich, 5 ISPs 3 abgeschalten worden sind und 2 nicht. Und zwar die DPI installiert haben. Und das Regime dort hat die Macht von Twitter und Facebook völlig unterschätzt, dass nämlich die Fotos und die ganzen Nachrichten über komplett neue Kanäle zu der Zeitpunkt das Land verlassen haben. Okay, dass es also andere Möglichkeiten gibt, um den freien Austausch übers Internet zu behindern oder sogar zu verhindern, in der Tat, dafür gibt es eine ganze Reihe von Beispielen. Ich würde aber ganz gerne auch aus dem Publikum eben eine Frage aufnehmen. Ich will mal gleich noch auf eine andere Sache das Augenmerk lenken. Es geht ja nicht nur um Geschichten wie Netzsperren oder Sachen wie regulierten Netz in China, sondern einfach auch Sachen wie, ich habe zum Beispiel Unterlagen, wo IPOC als Dienstleister für eine Firma ist, die einfach Fallschirmjäger verfolgt. Also sozusagen diese Technologie eingesetzt wird, um Leute, die BitTorrent benutzen, ein Strafverfahren aufzubürden und da IPOC als sozusagen Dienstleister da ist. Also schon noch ein bisschen was anderes als nur so, wir haben hier eine Technik, wo wir mal Netzwerkmanagement machen. Also es geht ja offensichtlich auch um anderes. Ja, ganz kurze Antwort. Ich scheue mich da gar nicht von der Diskussion. Das haben wir auch letztens in Leipzig gemacht. Beim Webmontag haben wir genau darüber gesprochen. Das hat aber nichts mit DPI an sich zu tun. Das ist was völlig Separates. Das ist eine ganz andere Technologie, dass das zufällig in IPOC gemacht wird. Liegt einfach an ein paar historischen Gründen. Wie gesagt, ich würde gerne einfach im Sinne, um hier Fokus zu behalten, das Thema, wie gesagt, auf DPI und Netzwerkmanagement halten und nicht auf Urheberrechtsverletzungen und Verfolgung davon. Da würde ich trotzdem gerne mal einhaken. Auf einem Papier auf Ihrer Webseite, einem White Paper, wo Sie, glaube ich, Co-Autor sind, wird explizit die Benutzung von DPI zur Blockierung von Info-Hashes, also sprich BitTorrent-Files,
als durchaus eine gangbare Möglichkeit zur Reduktion von Urheberrechtsverletzungen relativ ausführlich angepriesen. Das konfliktiert ein wenig mit dem, was Sie gerade gesagt haben. Ja, in dem Paper steht drin, dass wir sagen, uns stört halt diese Diskussion, ich muss jetzt mal eine Metaebene höher gehen, mich stört die Diskussion, dass sehr viele Nebelkerzen geworfen werden von allen Interessengruppen, die an der Diskussion beteiligt sind und man sich nicht auf den Kern konzentriert. Dieses White Paper haben wir geschrieben und explizit gesagt, auch bei der Session damals im Broadband World Forum, wo wir das Ganze gemacht haben, es geht uns um die technische Möglichkeit, laut zu sagen, ja, es ist technisch möglich, man kann das so machen, ob man das will. Am Ende dieses Blogs steht dann auch unsere Pros und Cons aus unserer Sicht, wie gesagt, was es kostet, was es für Konsequenzen hätte, ob wir das für technisch und gesellschaftlich durchsetzbar halten. Das White Paper sagt, versucht schlichtweg zu sagen, was kann ich technisch machen, und ich bin der Meinung, man sollte immer gucken, mit jeder Technologie, was geht technisch und will ich das als Gesellschaft haben? Will ich den Preis dafür bezahlen oder nicht? Also Sie sagen, wenn ein Kunde kommt und will dieses Produkt haben, will diese Möglichkeiten, die Sie technisch entwickelt haben, zur Verfügung gestellt bekommen, dann können Sie das tun. Wir könnten es tun oder jemand mit demselben Know-how könnte das Ganze tun. Das haben wir dazu gesagt und mehr nicht. Weil zu dem Zeitpunkt wurde nämlich immer gesagt, das geht nicht, das geht nicht, sondern nein, es geht, aber lass uns bitte drüber reden, ob wir es wollen. Das war der Hintergrund des White Papers. Also um mal die hinkenden Beispiele weiter zu ziehen. Sie verkaufen automatische Geräte, also an die Stasi, die Umschläge öffnet und wieder zuschweißt, ohne dass es jemand sieht, und sagen, ja, aber diese netten Genossen von der Stasi arbeiten ja nur auf Basis der rechtlichen Sache. Und die Volkskammer hat ja auch entschieden, was wir dürfen und was nicht. Also Sie müssen, wenn Sie Technologie einsetzen, kommen Sie nicht weiter zu sagen, Technologie ist nicht neutral. Wenn Sie eine Technologie anwenden, deren Hauptanwend ist zu schnüffeln oder wie Sie sagen, zu analysieren, dann müssen Sie sich klar werden, dass Sie das nicht im luftleeren Raum sagen. Und wie schon erwähnt, es gibt ein paar Meter weiter halt die Diskussion, dass diese Überwachungstechnologie natürlich in Diktaturen eingebaut wird. Und muss ich als Informatiker sagen, das sind eine Handvoll Programmierzeilen, um aus Ihrem automatischen Öffnungsgerät, Ihrem Nacktscanner halt was zu machen, was halt das ultimative Überwachungstool ist. Und da kann man nicht sagen, dass das technisch neutral ist, wenn es wirklich eine Handvoll Programmzeilen dafür sorgen, dass es ihr bisher, wenn sie es ausliefern, völlig rechtskonformes Instrument für grauenhafte Sachen angewendet wird. Also wenn ich das nochmal zusammenfassen darf, wir haben auf jeden Fall mit einer Technologie zu tun, hat jeder hier unwidersprochen, glaube ich, oder es gibt dann keinen Widerspruch in dieser Runde, mit unendlich größeren Möglichkeiten als die derzeit nutzbar gemacht werden, also real eingesetzt werden. Das Potenzial dieser Technologie ist ungleich größer als das, was wünschenswert ist. Ich möchte aber ganz gerne nochmal versuchen, zurückzukommen auf das, was wir hier jetzt nochmal unter dem Aspekt von Netzpolitik uns angucken wollten, nämlich das Thema Priorisierung, weil das eben ein konkretes Thema ist, mit dem wir auch real konfrontiert sind in der Gesetzgebung, um beispielsweise zu verhindern, dass dort quasi ein Einfallstor geöffnet wird für eine renditeorientierte Unternehmungen, die sagen, also wir brauchen aus diesen Gründen diese Technologie und eine bestimmte Regulierung des Netzverkehrs, wo wir die Technologie DPI einsetzen. Herr Schulze, wenn Sie sagen, was alles technisch möglich ist, dann muss es nicht alles wünschenswert sein. Wie sehen Sie die Möglichkeiten, dort zu Regulierungen zu kommen, wenn der Gesetzgeber denn sagt, bestimmte Dinge wollen wir zulassen und bestimmte Dinge wollen wir nicht zulassen? Ist überhaupt eine Grenzziehung möglich, wo man diese Technologie versucht, mit Gesetzen einzuschränken? Ja, also ganz klar, ich sage, das ist möglich. Das ist zumindest in einer demokratischen Welt möglich. Dass, egal, was für eine Technologie ich habe, die immer missbrauchen kann, ist auch klar, man sollte eben schauen, wie man den Missbrauch oder den potenziellen Missbrauch begegnet. Ich kann mit einem Küchenmesser Obst schälen und ich kann jemanden die Kehle durchschneiden. Deswegen steht trotzdem nicht irgendwie drauf bei den Messerherstellern, ihr müsst das so bauen, dass man niemanden die Kehle durchschneiden kann, weil dann ist die Technologie sinnlos. Es gibt eine ganze Menge sinnvolle Einsatzszenarien für DPI und Priorisierung, wie gesagt, ist eins davon.
Und mein ganz konkreter Vorschlag, den ich immer wieder versuche an den Mann zu bringen, man verzettelt sich ganz schnell in technischen Detaildiskussionen, wo Nicht-Techniker schnell abgehangen werden und dann ein bisschen vielleicht den unterstützen, der das rhetorisch am besten rüberbringt. Man kann Priorisierung zum Beispiel auf einer sehr einfachen, also stellen wir uns Internet so ähnlich vor wie ein Straßenverkehr, sobald ein Polizeiauto oder ein Krankenwagen kommt und signalisiert, ich brauche Platz, fahren alle ran und er kann relativ mit einer relativ hohen Geschwindigkeit weiterfahren. So etwas Ähnliches habe ich auch im Netzwerk und das ist gerade für Mobilfunkbetreiber momentan das kritischste Problem überhaupt. Bandbreite ist das andere ist die Kapazität in der Zelle. Also in der Funkzelle an sich. Das heißt, ich kann mit sehr schmalbandigen Anwendungen die Signalisierung, also das Anmelden, ich möchte gerne Daten senden, ziemlich schnell zerschießen. Es gibt da gerade aktuelle Angriffsszenarien, die an dieser Sache diskutiert werden. Und an so einer Stelle wäre natürlich es wünschenswert, diese Zelle DPI-basiert zu schützen. Das andere ist natürlich zu sagen, ich möchte Steuerungskanälen, also der Koordination im Netz Vorrang geben oder zeitkritischen Anwendungen Vorrang geben, einfach weil ich damit die Kapazität des Netzes signifikant erhöhen kann, den Overhead signifikant an dieser Stelle verringern kann. Und vielleicht technischer Hintergrund dazu ist zu sagen, das Internet ist in den 60er Jahren entwickelt worden, da hat man an die Dinge, die man heute hat, noch nicht gedacht. Die Mechanismen sind genial, aber sie sind mittlerweile überfordert und deswegen bedarf es meiner Meinung nach zusätzlicher Optimierungsmechanismen. Wie gesagt, das ist Priorisierung auf einer technischen Ebene, das hat gar nichts mit Diensten zu tun, mit Abschalten von irgendwas, sondern das ist einfach nur Netzoptimierung. Natürlich kann ich darüber hinaus, und das ist, sehe ich von unseren Kunden, als Provider nachdenken, möchte ich meinen Kunden differenzierte Dienste anbieten. Zum Beispiel will nicht jeder die Megaflat haben, weil er einfach nur Mails lesen will und im Web vielleicht mal surfen möchte. Und er bezahlt aber die Infrastruktur für die Heavy-User mit. Das ist de facto so. Und ich könnte jetzt als Netzbetreiber natürlich sagen, ich differenziere mich nicht nur über den Preis und ich differenziere mich nicht nur über die Geschwindigkeit, die ich anbiete, sondern indem ich eben versuche, kein All-You-Can-Eat-For-Everybody anzubieten, sondern eben Pakete, die Leute wählen können oder nicht. Und solange der Marktmechanismus funktioniert, halte ich das für eine gute Idee. Sind wir damit schon drin in einem Zwei-Klassen-Internet? Ja, definitiv. Also, weil wir sehen jetzt schon die ersten Anzeichen, dass gerade Netzbetreiber anfangen, Dienste zu bevorzugen, sei es auf direktem Wege, sei es zum Beispiel dadurch, dass gerade zum Beispiel Beispiel Telekom bestimmte Peerings einfach verweigert werden oder halt irgendwie mit hohen Kosten verbunden sind. Das heißt also, das Internet in Deutschland ist jetzt schon eben tatsächlich kein unreguliertes und kein flaches mehr. Je nach Internetprovider sind bestimmte Dienste schneller oder weniger schnell und wir sehen auch ganz klar, dass von Seiten eben der Netzanbieter, die eben diese Mehrwertdienste, wie man früher sagte, anbieten wollen, dass solche Szenarien auch ausgebaut und gefördert werden sollen, um eben Geld an was anderem als dem Transport von Bits zu verdienen. Und ich denke, dass hier ein großer Regulierungsfehler vorliegt, also man kann sich das so ähnlich vorstellen wie bei der Eisenbahn. Wenn halt irgendwie in demselben Unternehmen halt irgendwie die Gleise und die Züge sind, dann ist es ein bisschen schwierig, dafür einen objektiven Zugang zu den Gleisen zu sorgen. Für alle genauso ist es halt hier bei den Internet- und IP-Anbietern. Und ich denke, dass der Weg daraus kann eigentlich nur in zwei Dingen bestehen. Zum einen müssen alle Anbieter dazu gezwungen werden, vollständig transparent zu machen, was sie eigentlich tun. Das heißt also, welches Netzwerkmanagement sie eigentlich betreiben, welche Methoden sie verwenden, wie sie priorisieren, was sie hochpriorisieren, was sie runterpriorisieren. Ich weiß, da kommt sofort der Einwand Geschäftsgeheimnisse, aber da muss der Gesetzgeber sich gerade mal drüber hinwegsetzen, weil sonst werden wir keine Netzneutralität oder auch nur einen Ansatz von Netzneutralität erhalten. Das Zweite, was wir schon seit längerem fordern, ist, dass es halt auf jedem Internetanschluss eine garantierte Mindestbandbreite geben muss, die nicht irgendwie beeinflusst wird. Also die nicht von irgendwelchen Priorisierungen, Filterungen, was auch immer beeinflusst wird, um eben eine freie Kommunikation in jedem einzelnen Fall zu ermöglichen. Und der dritte Aspekt, der da passieren muss, ist, es muss halt eine spezifische Regulierung dagegen geben, bestimmte Formen von Beeinflussung zu machen, also sprich insbesondere sowas wie Stichwort Filtering oder ähnliche Dinge überhaupt einzusetzen, ohne dass der Kunde es möchte und es tatsächlich auch mit erheblichen Strafen zu belegen, weil sonst wird es irgendwann reinsickern.
Also ich muss doch, obwohl ich gebeten wurde, nicht allzu tief in die Informatik runterzusteigen, doch hier an ein paar Punkten mal ein paar Bemerkungen aus Sicht der Forschung, der Netzwerkforschung, das ich ja schon seit vielen Jahren betreibe, einwenden. Also ich möchte zunächst mal sagen, das Internet ist deswegen so erfolgreich, weil es militant einfach gehalten wurde. Ich mache Vorlesungen, ich kann die wichtigen Sachen in IP immer in 20 Minuten vorstellen. Es ist einfach, es ist ein dummes Netz und deswegen ist es ein Netz, das stabil ist und funktioniert. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, noch technischer. Man kann übrigens mal nachgucken, auch in den ganzen IP-Protokollen gibt es durchaus Quality-of-Service-Techniken, die nicht benutzt worden sind. Die werden nur am Rande benutzt. Also das, was das Internet daraus gemacht hat, ist vielleicht eine Sache, wo nicht viele Informatiker erzählen, hängt damit zusammen, dass das IP-Protokoll für Informatiker so das Langweiligste ist, was ihnen ganz peinlich ist, dass das überall verwendet wird. Weil da ist nichts sexy, da ist nichts Innovatives, da ist kein Ingenieursschweiß drin, sondern das ist ein einfaches Protokoll. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, erlauben Sie mir dann vielleicht, weil jetzt Peer-to-Peer schon mehrfach angesprochen wurde, ist. Da fehlt auch einigen Leuten das Verständnis. Das Internet war in seiner Urform Peer-to-Peer. Es waren gleichberechtigte Partner, die Daten ausgetauscht haben. Nach einer Weile kamen immer mehr Leute. Dann hat man gesagt, man stellt zentrale Server hin und macht das stärker, sagen wir mal, asymmetrisch auch in der Sache, dass man starke Maschinen hat. Jetzt sind die normalen Rechner immer schneller geworden und dann ist man an dem, also auch die privaten Rechner, ist man an dem Punkt, wo man gesagt hat, wir können das jetzt intelligenter nutzen, weil wir intelligentere Maschinen haben und jetzt ist Peer-to-Peer wieder da. Und Peer-to-Peer ist nicht die Sache, wo die Leute ihre Britney Spears Songs tauschen, das ist eine Technologie, die ist in einigen Beziehungen gerade für junge Leute, junge Firmen wunderbar. Ich erzähle meinen Studenten immer folgende Geschichte. Stellen Sie sich vor, Sie haben das innovativste Katzenvideo der Welt, das auf einmal großartig ist, ein Katzenvideo 100 Megabyte und das ist so großartig, dass es auf einmal 100 Millionen sehen wollen. Da frage ich immer, was passiert dann, wenn Sie das jetzt hosten? Dann sage ich immer, es kann eine gute Nachricht kommen, die gute Nachricht ist, der Hoster klemmt Sie ab, weil sie ihr Limit überstrichen haben. Die schlechte Nachricht, er klemmt sie nicht ab und schreibt ihnen nachher eine Rechnung für die Sache. Durch dieses Peer-to-Peer ist es was, was irgendwie fast schon magisch anbietet. Dieses tolle Katzenvideo stelle ich in irgendeinen Trecker rein. Wenn es mehr Leute interessieren, kostet es mich nicht mehr. Im Gegenteil, je mehr Leute es interessiert, desto schneller kriegen die das lustige Katzenvideo. Also machen Sie sich klar, es ist wirklich die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Und natürlich ist Skype für die Telekom ein Albtraum. Das sehe ich auch offen. Da kommen auf einmal so ein paar Hacker, die mit sehr schmutzigen Methoden Löcher in Firewalls bohren. Und die können dann auf einmal halt kostenlos bessere Dienste anbieten als die alten Telekom-Betreiber. Aber das ist ein Problem, das hatten auch die Kutschenhersteller, als die Autos kamen. Also ich sage das gar nicht. Ich habe mich als Hacker mit der Deutschen Post, der Deutschen Bundespost so viele Jahre oder fast Jahrzehnte also rumgehauen und bin inzwischen durchaus in einen höflichen und freundlichen Umgang da reingeraten. Eine der wenigen Sachen, wo Privatisierung mal einigermaßen funktioniert hat. Und ich sehe es durchaus, dass Sie eine Verantwortung haben. Ich sage es Ihnen auch mal als Computersicherheitsmensch, ich bin alles andere als drücklich, dass alles Voice über IP gemacht wird. Das Internet ist per Definition nicht dafür geeignet, irgendwelche 110-Nummern zu machen. Und da redet man sich dumm und dämlich. Und Entschuldigung, das ist ein kleines schmutziges Geheimnis der Telekom. Sie bauen ihr eigenes Telefonnetz ab. Wenn Sie jetzt neu klicken, kriegt man meistens Voice über IP aufgedrückt. Also man muss es einfach sehen, es ist schwierig, aber wenn Sie irgendwie Peer-to-Peer, sollten Sie wahrnehmen als eine fantastische Möglichkeit, neue Dienste und neue Services zu machen. Letzte Bemerkung, wer hat das immer als erstes genutzt? Naja, die Hacker, die irgendwie die ganze Zeit nichts anderes machen, die kommen auf so Ideen, das kommt vor. Dann haben es natürlich die Leute, die irgendwie was machen, was ein bisschen gegen die Regeln ist, das hat man auch mit allen neuen Technologien. Jetzt hat man aber die cleveren Teile der Industrie. Und wenn Sie sich mal schauen, eine der cleversten Industrie ist die Spieletheorie. World of Warcraft Update mit über einem Gigabyte an Millionen Leute.
war es die erste Firma, die dann stabiler als Microsoft je delivered hat, ihr Update rausgab. Peer-to-Peer ist nicht böse, Peer-to-Peer ist eine logische Weiterentwicklung. Versuchen Sie damit klarzukommen, es ist schwierig, ich wünsche Ihnen alles Gute dabei, aber machen Sie nicht die innovative, die Fähigkeit für meine Studentinnen und Studenten, innovative neue Geschäfte zu starten, kaputt. Das war erstmal ein Appell, gleichwohl ist die Telekom ja darum bemüht, auch das eigene Geschäftsfeld auszuweiten und gegenüber mit Konkurrenten dann die Position zu halten, die man hat, oder weiter auszubauen. Das heißt, unter Umständen auch gleiches Interesse daran hat, bestimmte Geschäftsfelder priorisiert anzubieten und entsprechend einzugreifen mit der hier jetzt in Rede stehenden DPI-Technologie. Ja, vielen Dank für die Stichworte, die ich gerade eben erhalten habe. Ich denke, wir sind durchaus fähig, auch noch Autos zu bauen und sind nicht im Kutschenzeitalter geblieben. Ich würde auch bestreiten, dass der Skype-Service so besser ist als das, was wir in Sprachtelefonie anbieten. Wer vertraut denn auf Skype, wenn er einen Notruf absetzen will? Aber darum geht es jetzt nicht. Punkt ist, wir brauchen DPI nicht, wenn wir diese Priorisierungen einführen wollen. Wenn wir genau wissen, woher die Dienste kommen, wohin die Dienste gehen, dann reicht das. Das hat der Herr Weiß schon gesagt. Das Ding, das Feld heißt TOS-Byte, das ist im IP-Header, Type of Service. Wenn man sich darauf einigen würde, dass die Router, was dort gesetzt wird, auch tatsächlich dann umsetzen, dann hätte man das alles, ohne dass man DPI einsetzt. Die Ideen, die wir haben für ein Internet der Zukunft, die sehen nicht vor, dass wir das Internet, welches auf Peer-to-Peer aufgebaut worden ist, dann einfach plötzlich langsam runtergefahren wird. Überhaupt nicht. Also wir sehen natürlich auch die großen Vorteile, die das gebracht hat. Sonst würden wir ja auch nicht anfangen, Technologien da rein, beziehungsweise Dienste darüber zu produzieren, wo das überhaupt nicht eigentlich angedacht war. Das hatten wir ja auch gehört. Wer hätte gedacht, dass man Fernsehen über ein paketvermitteltes Netz ausstrahlt, der eins. Die Welt hat sich nun mal aber so entwickelt. Es ist die effiziente Technologie. Es ist durchaus möglich, verschiedenste Dienste über dieselbe Infrastruktur zu priorisieren. Nur ist es zu produzieren. Entschuldigung. Nur ist es leider mal so, dass nicht jeder Dienst dann auch dieselbe Werthaltigkeit hat und auch nicht jeder Dienst in einer Knappheitssituation eben mit Priorität durchgeleitet werden kann. Die Knappheitssituation, die gibt es. Es wurde uns vorgeworfen, dass wir die Zahlen nicht vorgelegt haben. Wir waren nicht die Einzigen. Es sind sehr sensible Daten. Wir haben die auch nicht in einer Form, wie sie ein parlamentarischer Ausschuss einfach so analysieren kann und sagen könnte, ah ja, hier sehe ich, es gibt die Knappheit. Die Knappheit haben wir ganz klar im Mobilfunk. Da müssen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Das erleben wir alle. Situation, Fußballstadion, Konzert, Festival, was auch immer. Und das sind Situationen, da habe ich als Privatperson durchaus eine Zahlungsbereitschaft, dass ich die Kommunikation, die ich gerade absetzen will, auch tatsächlich durchkriege, muss ich ehrlich sagen. Das muss nicht jeder so wollen, wir werden keinen dazu zwingen. Es soll eine Entscheidung des Kunden sein, welcher Dienst mit welcher Priorität. Es ist nicht so, dass Telekom die Wundermaschine anwirft und sagt, okay, und jetzt bin ich hier der große Netzmeister, der sagt, der Dienst so, der Dienst anders. Klar, wir machen das heute für Dienste, wo ganz klar ist, dass es eben nicht Internet ist. Und damit meine ich ein IPTV, was nicht dasselbe ist wie ein WebTV, also unser Entertain-Angebot. Auch das wird über IP produziert. Es sind aber auch nicht dieselben Leitungen wie das öffentliche Internet. Klar, das kommt dann mal zusammen. Und auf dem Anschluss muss man dann schauen. Es ist dann letztlich in der Verantwortung jedes Nutzers, jedes Haushaltes, wie er die ihm zur Verfügung stellende Bandbreite einsetzt. Und er muss dann halt einfach wissen, und da bin ich auch voll bei Herrn Rieger, wir sind im Übrigen auch schon auf europäischer Stufe und auf deutscher Stufe durch das Gesetz verpflichtet, dass wir in Zukunft sehr viel genauer informieren, was wir denn da genau machen. Und ich denke, unser Entertain-Kunde weiß auch, wenn er jetzt auf zwei Kanälen HD schaut oder auf einem schaut und auf einem aufnimmt, dann ist halt nicht mehr so viel Bandbreite übrig für alles andere. Das ist aber eine Entscheidung des Kunden, was er mit seiner Bandbreite macht. Darf ich ganz kurz einhaken? Ja, ich würde aber ganz gern, um wirklich die interessierten Zuhörer im Plenum nicht vollkommen außen vor zu lassen, jetzt noch mal kurz aufrufen,
eine Fragerunde an die hier versammelten Experten. Ansonsten wäre mir das denn doch zu eingeschränkt. Sind jetzt zu den hier aufgerufenen Fragen nochmal weitere Nachfragen da, Statements, dann würde ich die ganz gern jetzt mit aufnehmen wollen, weil ich fürchte, dass meine Uhr stimmt und die zeigt kurz vor 16 Uhr an und das ist weit vor der gefühlten Zeit. An den Herrn von der Telekom, Sie haben gerade gesagt, dass der Kunde entscheiden soll, welchen Dienst er denn über seine Bandbreite laufen lässt. Aber wenn Sie Mobilfunk Skype sperren, dann kann der Kunde nicht entscheiden, ob er jetzt den Skype-Service laufen lassen will. Der Kunde kann sehr wohl einen Tarif buchen, wo wir überhaupt nicht eingreifen. Auch die Tarife haben wir. Das steht alles in den Vertragsbedingungen, in welchem Tarif das Skype läuft und in welchem nicht. Ich gebe Ihnen recht, wir haben noch nicht die Flexibilität, die wir zukünftig gerne hätten, dass Sie kurzfristig sagen können, und der Call jetzt ist mir besonders wichtig und da darf überhaupt kein Stottern drin vorkommen. Das ist aber die Vision, die wir haben, dass das zukünftig möglich sein wird. Ja, da habe ich mal eine Frage dazu. Ich bin Telekom-Kunde und ich habe mir auch die AGB mal durchgelesen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass alle Telekom-Kunden sich die AGB durchlesen. Und wie transparent wird denn das in Ihrer Kommunikation gemacht? Wenn ich mir Ihre Werbung anschaue, steht da nicht drin bei den meisten Paketen, ist das verboten und das verboten und das verboten, sondern das steht irgendwo im Kleingedruckten nach ganz viel juristischem Code geschrieben. Ein sehr aktuelles Thema. Da wird es auch von der EU-Kommission noch in diesem Jahr einen Draft geben, wie das zukünftig eventuell anders aussieht. Wir sind der Meinung, der interessierte Kunde, der das tatsächlich wissen will, kriegt die Informationen auch heute bereits. Ich gebe Ihnen recht, Leute, die auch das Kleingedruckte lesen, sind klar im Vorteil. Wird dran gearbeitet. Aber kurz, da wollte ich noch einen kurzen politisch relevanten Sache machen. Sie tun im Moment LTE sehr stark nach vorne tragen und auch mit der Argumentation in schlecht versorgte Gebiete reingehen. Bloß gerade in den schlecht versorgten Gebieten schließen Sie teilweise Peer-to-Peer oder Instant Messaging in den Geschäftsbedingungen aus. Das bedeutet, die Bereiche, die Sie jetzt abdecken, wo bisher kein vernünftiges Internet war, kriegen Internet nicht zweiter, sondern vierter Klasse. Danke. Das würde ich gern technisch beantworten, weil das ist nämlich genau der Punkt, wo Priorisierung extrem wichtig ist. Also Geschäftspolitik Telekom ist das eine. Wie viel Bandbreite habe ich in einer LTE-Zelle? Bis zu 100 Megabit. Wie viele Leute kriegen 100 Megabit? Einer. Ein einziger Mensch kann mit einem Peer-to-Peer-Client, ich sage nicht, Peer-to-Peer ist schlecht, gar nicht, bitte nicht falsch verstehen, mächtige Technologie. Ich habe damit das Uninetz in Leipzig schon außer Gefecht gesetzt und genauso gut kann jeder dumme User oder vorsätzlich parasitäre User mit einem Klick Client installieren, maximale Connections an, kann eine ganze LTE-Zelle lahmlegen. Er kann den ganzen Landstrich einfach vom Internet abschalten, weil diese Technologie... Bitte? Das geht mit GSM genauso. Nee, natürlich. Und deswegen brauche ich einen Schutzmechanismus als Betreiber. Ansonsten klingelt sich die Hotline tot, weil die GSM es nicht hat, haben wir jetzt kein GSM hier. Ich würde drei Punkte gerne ansprechen. Zum einen zu dem Telekom-Menschen selbst mit einer 50 mit VDSL-Leitung funktioniert das HD-Fernsehen bei Entertainment nicht, zumindest nicht hier in Berlin. Vielleicht könnte da helfen. Zweiter Punkt ist zu dem Punkt von Herrn Schulze. Ich finde es ja sympathisch, wenn Sie sagen, Sie haben quasi damals die Möglichkeiten aufgezeigt, die letztendlich DPI quasi zur Verfügung stellt. Und Sie haben gesagt, dass es letztendlich eine Frage ist, will man das ja oder nein? Ich würde sagen, beziehungsweise ich sage, ich will sowas nicht, weil die Risiken, die damit verbunden sind, viel zu weitgehend sind. Es wurde ja schon gesagt, wie schnell man es quasi umswitchen kann, wie schnell man letztendlich durch etwas zusätzliche Programmierung den Funktionsumfang extremst ausweiten kann. Also aus dem Grunde halt die Frage, halten Sie nicht da eigentlich eine grundsätzliche Positionierung nicht für sinnvoller zu sagen,
es ist in der zentralen Frage, wollen wir das, sag ich jetzt mal, zukünftig stärker ausarbeiten und weiterentwickeln und stärker verbreiten, sinnvoll? Oder sagen Sie, nee, die potenziellen Gefahren sind so groß, das ist, sag ich jetzt mal, zu risikoreich. Aus dem Grunde sollte man da lieber die sag ich jetzt mal, Finger von lassen. Und zum Schluss nur, der allwissende Verbraucher, der unterscheiden kann, welche Angebote er quasi nutzt. Und das ist ja letztendlich auch die ganze Debatte rund um die Netzneutralität. So, man sollte für sag ich jetzt mal, zusätzliche Services zusätzlich letztendlich zahlen. Die Frage ist, ist es nicht unter dem Aspekt, der ja auch einem demokratischen Staat, sag ich jetzt mal, Vielfaltsicherung, Zugang gewährleisten und so weiter, eigentlich nicht sinnvoll zu sagen, es ist uns wichtiger, viele Angebote anzubieten, als quasi von vornherein es so klein zu halten und sagen, wie es quasi vor 10 Jahren mal war, als es die ersten WOP-Internet-Angebote gab, wo es bei Vodafone und bei der Deutschen Telekom auf dem Handy 2 Nachrichtenseiten umsonst gab, 2 Sportseiten umsonst gab, man konnte noch web.de ansurfen, Hotmail ging nicht und so weiter. Ist das unsere Zukunft? Ich hoffe nicht, aber ich sag mal, so klingt Ihr Statement letztendlich. Wir können ja eigentlich ganz vielen Leuten das Internet für 10 Euro verkaufen mit ganz wenig Nutzungsmöglichkeiten und die denn das Internet wirklich nutzen wollen, zahlen dann halt das, sag ich jetzt mal, 5-fache beziehungsweise 10-fache. Vielen Dank für die Anregung. Nein, die Zeit des Walled Garden ist vorbei. Also ich nehme Ihren letzten Punkt sehr gerne auf. Das ist nicht unsere Idee, den großen Massen ein vorstrukturiertes nach Inhalten, Destinationen, was auch immer, Internet zu verkaufen. Wir wollen nach wie vor das offene Internet unterstützen und das offene Internet verkaufen. Ich denke, die Deutsche Telekom war bei den ersten Anbietern, die auch im Mobilfunk aufgemacht hat, und es ist nicht angedacht, dass es da irgendwie zurückgeht. Das mobile Internet heute ist ein ganz anderes als vor 10 Jahren, und die Entwicklung ist auch die, es wird in Zukunft auch ein vielfältigeres sein, als es das heute ist, eben durch die Möglichkeit, dass es Priorisierungen gibt. Das heißt nicht, dass der Best Effort dadurch zwangsläufig schlechter wird. Was die Entertain-Probleme im Einzelfall angehen, klar, die gibt es, und wir haben aber auch die entsprechenden Techniker, die sich gerne drum kümmern. Ich habe da noch eine Anmerkung zu. Was ja gerade passiert, ist ja nicht, dass Dienste, also mit der Ausnahme bei der Sprachtelefonie, wo wir bei Skype und VoIP ja bei den meisten Mobilfunkprovidern Probleme haben. Aber was passiert ist, dass diskriminiert wird über das Billing. Also wir haben zum Beispiel die Situation, dass Facebook einen Deal mit E-Plus gemacht hat, dass Facebook auch dann noch erreichbar ist, wenn die Prepaid-Karte schon leer ist. Die Telekom hat einen Deal mit einem Unternehmen, wo sie beteiligt ist, Spotify, gemacht, dass der Traffic nicht angerechnet wird. Das heißt also, was da tatsächlich passiert ist, dass diese Differenzierung eben nicht stattfindet, momentan nur über eine Netzwerkeinschränkung, über Sprachtelefonie, sondern eben über eine Billing-Bevorzugung von Diensten. Und die Mechanismen haben nichts mit DPI zu tun in der Regel, sondern laufen auf anderem Wege. Aber was wir da sehen, ist eben genau diese Vermischung von Diensteanbieter und Bit-Transporteur, die eigentlich der Kern dieses Problems ist. Na, also wenn wir halt nur darüber reden würden, ist es möglich, einen gerechten Weg zu finden, allen gutes Internet zur Verfügung zu stellen für einen bezahlbaren Preis, und da nicht noch irgendwie andere Geschäftsinteressen mit da drin wären, wäre die Diskussion signifikant einfacher. Da würde ich gerne darauf reagieren. Gerade der Spotify-Fall ist mir wichtig. Es ist klar, ich habe die Kommentare auch gelesen, dass das in den Netzneutralitätskontext gerückt wird. Es ist aber auch klar, dass wir einen Wettbewerb haben im Mobilfunk. Und da, wo wir jetzt mit Spotify, wie Sie es nennen, einen Deal gemacht haben, das ist meines Erachtens im Vertrieb. Das ist nicht auf der Ebene Netz. Ich habe mich als Regulierungsabteilungsvertreter innerhalb des Konzerns sehr stark dafür gemacht, dass wir diese Befreiung von der Fair Use Policy auch Dritten zur Verfügung stellen können. Das heißt, jeder kann mit uns, so wie Spotify das getan hat, erstmal in Verhandlungen treten, und was dann passiert, ist kommerziell. Nun ist es natürlich so, unser Marketing hat sich an der Stelle für Spotify entschieden. Das heißt aber nicht, dass wir vergleichbare Dienste nicht auch die Möglichkeit geben, um sich dann eben wieder gleichzustellen auf Stufe Netz.
und im Billing sich von dieser Nicht-Anrechnung ebenfalls dann ihren Dienst da reinzukriegen. Also ich will noch drei Meldungen aus dem Publikum hier zulassen, um dann hier nochmal zu einer Abschlussrunde zu kommen. Ich denke, jetzt sind wir an einem ganz wichtigen Punkt angelangt, wo wir eingangs auch erwähnt hatten, ihn auf jeden Fall mit aufrufen zu wollen, dass es bestimmte Anforderungen gibt an entsprechende Netzwerkbetreiber, zu sagen, setz auf jeden Fall eine Technologie ein, die meinem geschäftlichen Zweck nutzt. Jetzt die drei Wortmeldungen nochmal aus dem Plenum und dann würde ich ganz gerne hier nochmal auf dem Podium weitermachen. Herr Grob, ich glaube, Sprache ist verräterisch und ich gehe davon aus, dass das Plenum, so wie es hier existiert, schon Ihre Aussagen relativ eindeutig in einem bestimmten Kontext sehen kann. Ich habe aber trotzdem erstmal noch eine andere Frage, nämlich eine technische Frage. Wir haben im Moment das sehr politisch debattiert. Für uns, wie wir das Netz sehen, ist etwas nicht ganz relevant in der Mehrheitsgesellschaft. Das ist die Frage von Verschlüsselung und von Authentizität von Daten. Das mag anderswo auf der Erde anders sein. Meine Frage, welchen Einfluss kann DPI haben, wenn es darum geht, innerhalb von verschlüsselten Daten trotzdem eine bestimmte Priorisierung anhand des Inhaltes vorzunehmen? Oder ist eine Vollverschlüsselung von Daten im Netz tatsächlich eine gute Technik, um eben nicht unter dieses Kriterium zu fallen? Und dann stellt sich die Anschlussfrage, wie geht man unter der Voraussetzung einer Priorisierung mit verschlüsselten Daten um? Man könnte, wenn man das will, dann auch sagen, nicht nur Skype geht nicht, nicht nur ab einem bestimmten Volumen geht nicht, sondern auch alles, was verschlüsselt ist, geht nicht. Und hier sehe ich eine riesengroße Gefahr für die Zivilgesellschaft. Also wir sammeln jetzt diese noch ausstehenden zwei Fragen, habe ich jetzt gesehen. Und dann würde ich das bitten, Sie in der Abschlussrunde aufzunehmen. Ja, ich würde noch mal gern was zu dem Spotify-Deal sagen, weil ich habe mich da auch ein bisschen mit beschäftigt und das, was da viel geschrieben wurde, das waren für mich die falschen Argumente. Ein Argument, was mich dann überzeugt hat, war, wenn die Deutsche Telekom hier so einen Premium-Vertrag schließt, dann haben wir die Situation, dass ja diese mobilen Netze ein knappes Gut ist. Und wenn jetzt, sagen wir mal, ganz viele Leute auf einmal unlimited Bandwidth bekommen, beziehungsweise unlimited Spotify-Zugriff, dann wird doch für alle anderen Kunden auch wiederum das Netz zugemüllt, also übertrieben gesagt so, und dann müssen sie aber wiederum noch mehr priorisieren, um dieses knappe Gut an alle zu verteilen. Insofern hat es doch schon was mit Netzneutralität zu tun und das finde ich sehr schade. Außerdem kann ich das Argument nicht ganz akzeptieren, wenn Sie sagen, wir haben hier einen Deal mit einem Wirtschaftspartner gemacht und andere können auch einen Deal mit Ihnen machen. Was ist mit all den nicht kommerziellen Projekten und Webseiten, die einen ähnlichen Deal machen oder die einen ähnlichen Zugang haben wollen, die werden einfach diskriminiert dadurch. Der Dritte ist gerade draußen, deswegen können wir jetzt einfach ihn da nehmen. Ich habe eine Anmerkung, die entspricht ungefähr dem, was ich im letzten Panel an derselben Stelle schon mal gesagt habe. Es wundert mich, dass wir jetzt vor allem Geschäftsmodelle der Telekom zu diskutieren scheinen und es überhaupt nicht um die Frage geht, was meine Vorstellung oder ein Teil meiner Vorstellung von der linken Netzpolitik wäre, zu sagen, okay, nochmal genauer auf die Technologie einzugehen. Offensichtlich ist die Packet Inspection, worum es ja zentral zu gehen schien, eine Technologie, die sich sehr gut eignet, um Kontrolle auszuüben, die sich gut eignet, um Ungleichheit im Netz zu produzieren, dass man sich darum Gedanken macht, wie eine gesellschaftliche Regulierung stattfindet, die genau sowas verhindert. Genauso wie sich linke Politik gegen Vorratsdatenspeicherung ausgesprochen hat, weil das etwas ist, was hochgradig gefährliche Datensammlung sein kann. Genauso müsste man doch jetzt bei diesen Fragen, wie regulieren wir das, wie finden wir möglicherweise Alternativen, das ist ja gesagt worden, dass das möglicherweise gar nicht so sehr notwendig ist, auch aus rein praktischen Gründen. Also auf diese Ebene müssten wir doch kommen. Und dass die Telekom, so wie alle anderen Unternehmen, die im Internet ihr Geld verdienen wollen, ein Interesse daran haben, die Leute ungleich zu behandeln, das ist doch, ist doch klar. So, aber die gesellschaftliche Aufgabe, die Aufgabe der gesellschaftlichen Linken ist doch da,
einzugreifen, um deren Geschäftsinteressen zu beschränken. Ja, vielen Dank für, ich weiß, es gibt noch zwei oder drei Kollegen hier aus dem Plenum, die ganz gerne noch eine Frage gestellt hätten. Ich will sie hier an dieser Stelle nicht zulassen, weil ich hier dem Plenum, dem Podium auf jeden Fall nochmal die Gelegenheit geben will, dazu Stellung zu nehmen, insbesondere zu dem letzten Punkt, der sonst auch meine Abschlussfrage gewesen wäre, wo es nämlich darum ging, auch den Handlungsempfehlungen oder den Handlungsdruck zu identifizieren, wo auf politischer Ebene eingegriffen werden muss, wo man feststellt, bestimmte wirtschaftliche Interessen, aber auch bestimmte technische Möglichkeiten sind unbegrenzt und da muss der Gesetzgeber einschreiten, um es in die Richtung zu lenken, in der man es auch ganz gerne haben möchte. Also die Orientierung auf entsprechende gesetzliche Möglichkeiten ist da und ich denke, das würde auch in Ihrem Abschlussstatement nochmal eine Rolle spielen. Wo ist da der Handlungsbedarf in Richtung Politik gesehen? Und Sie nehmen bitte in Ihrem Abschlussstatement die an Sie oder an alle gestellten Fragen nochmal eben mit auf, bitte. Ja, fange ich mal an. Also ich denke, dass, was den Anspruch von linker Netzpolitik angeht, muss es da ganz klar darum gehen, den Handlungsrahmen genau zu spezifizieren, den Unternehmen haben sollen. Und dabei keine übertriebene Rücksicht auf existierende Geschäftsmodelle zu nehmen und ganz klar auch im Kopf zu haben, dass Technologie, die so ein hohes Gefährdungspotenzial aufweist wie DPI, einfach reguliert werden muss. Und dass es gesetzlicher Vorschriften bedarf, die sagen, wenn es Notwendigkeiten, also objektiv belegbare Notwendigkeiten zum Einflussnehmen auf den Netzverkehr gibt. Und da, wie gesagt, sollte man schon immer auseinanderhalten, was jetzt irgendwie die Engpässe im Access-Netzwerk und Engpässe im Backbone angeht, dass dann auch klar vorgeschrieben wird, dass die minimalinvasivste Technologie benutzt werden kann. Also zum Beispiel, was die Telekom auch schon extensiv tut, es gibt halt zum Beispiel sowas wie Multiprotokoll-Label-Switching, um Quality of Service für bestimmte Anwendungen, für bestimmte Kunden zu garantieren. Die werden auch schon verwendet mit IPv6, also dem nächsten Internet-Adressraumprotokoll, werden wir noch mehr Möglichkeiten dazu haben. Und diese Technologien in den Vordergrund zu rücken und zu sagen, wir wollen die minimalinvasivste Möglichkeit haben, das Ziel zu erreichen, ohne dass wir dabei riskieren, eine Infrastruktur aufzubauen, die, wenn sie in die falschen Hände gerät, in der Lage ist, den politischen Diskurs im Netz zu zensieren und zu ersticken, denke, das sollte der wesentliche Handlungsanspruch da sein. Und dann ein zweites Problem ist natürlich irgendwie die Regulierung von Geschäftsmodellen trifft immer auf erheblichen Widerstand. Also ist halt natürlich klar, Aktionärsinteressen versus gesellschaftliche Interessen ist ja auch ein altes Themenfeld von linker Politik. Und da denke ich mal, bedarf es auf jeden Fall auch nicht nur von den Linken, sondern auch von irgendwie den anderen Parteien des klaren Anspruches, gesellschaftliche Ziele über Profitinteressen zu setzen und zu sagen, gut, liebe Telekom oder lieber Kabel Deutschland oder wer auch immer, Vodafone, ihr verdient jetzt gerade mal ein bisschen weniger Geld, aber der Anspruch, den wir haben, ist ein anderer. Nicht, dass ihr mehr Geld verdient, sondern dass wir halt ein freies Internet haben, was für alle zu vertretbaren Kosten zugänglich ist. Ich gehe gerne auf diese Punkte auch ein. Also ich denke, in der ganzen Debatte ist es extrem wichtig, dass wir mal auch von der Begrifflichkeit Klarheit schaffen. Wir haben ja jetzt im TKG eine Netzneutralitätsregelung, die im Wesentlichen auf Nichtdiskriminierung abstellt. Ich denke, was Sie hier im Raum eher wollen, ist eine Gleichberechtigung oder eine Gleichbehandlung. Und Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung ist eben nicht dasselbe, auch wenn das oft mal in denselben Topf geworfen wird. Für mich ist Nichtdiskriminierung eine wettbewerbsrechtliche, das heißt, ich nutze eine allfällige marktmächtige Position nicht zum Nachteil von Konkurrenten aus und ich treffe als Netzbetreiber auch nicht die Entscheidung, welcher Diensteanbieter sich im Wettbewerb durchsetzt. Das soll der Kunde tun. Und ich denke, an der Stelle sind wir, wenn wir die Entwicklung der Telekommunikation anschauen, doch schon ein ganzes Stück weit vorwärts gekommen. Wir waren früher in einem Anbietermonopol. Wir hatten als Konsumenten überhaupt keine Wahl. Es gab den Dienst, ich habe den konsumieren können oder halt nicht. Ich denke, heute sind wir in einer Situation, wir haben verschiedene Anbieter, wir haben auch verschiedene Konfigurationen von Diensten und das ist doch ein deutlicher Gewinn. Wenn wir in die Niederlande schauen, wo die Netzneutralitätsregelung sehr explizit ins Gesetz aufgenommen wurde,
war ganz klar die Reaktion der Betreiber. Und das war keine abgestimmte Reaktion, sondern die hat sich einfach aus dem wirtschaftlichen Zwang ergeben, dass die Preise sofort hochgegangen sind. Wenn Sie sich bewusst sind, dass Sie das damit auslösen und dass dann eben alle mehr bezahlen, damit alle den gleichen und den gleichen guten Dienst bekommen, okay, dann setzen Sie sich dafür ein. Ich denke, in einer Marktwirtschaft ist es eben auch so, dass man akzeptieren sollte, dass nicht alle dieselben Bedürfnisse und dieselben Zahlungsbereitschaften haben. Wir geben uns Mühe, einen möglichst heterogenen Kundschaft gerecht zu werden. Ja, ich denke, oder vielleicht nochmal ganz kurz vorneweg, das Netz ist nicht neutral, so wie es ist. Ich bin ehrlich gesagt relativ zufrieden mit dieser Situation, wie sie momentan ist. Der Konsens, der momentan, also noch vorherrscht auf EU-Ebene, auch in Deutschland, ist zu sagen, liebe Netzbetreiber, liebe Traffic-Management-Hersteller, wir setzen auf Wettbewerb. Solltet ihr es, wir haben aber ein genaues Auge drauf, solltet ihr es übertreiben, man kann eine ganze Menge schmutziger Dinge machen, solltet ihr es übertreiben, behalten wir uns vor, die Regeln zu verändern. Und solange Wettbewerb und Markt existiert, wird sich das von alleine regeln. Halte ich, wie gesagt, das ist jetzt vielleicht nicht der linke Ansatz, sondern etwas liberaleres Vorgehen, halte ich ehrlich gesagt für eine sehr gute Idee. Ein was würde ich gerne ändern, und da unterstreiche ich das, was Herr Rieger gesagt hat, nochmal. Ich bin auch der Meinung, Transparenz ist viel besser als Regulierung. Ja, vielleicht gibt es wieder eine Monopolsituation. Lasst uns bitte dafür sorgen, dass die Netzbetreiber in einer konsumentenverständlichen Art und Weise informieren müssen, was sie eigentlich tun. Wir kriegen es mittlerweile hin, dass auf jedem Joghurtbecher das draufsteht, zumindest halbwegs das draufsteht, was da eigentlich drin ist. Das kriege ich auch bei meinem Mobilfunkvertrag hin. Da sollte der CCC sich mit ein paar Leuten zusammensetzen, sagen, irgendein Ampelding, irgendwas. Es muss ja nicht auf der höchsten technischen Ebene super exakt sein, sondern so, dass der Verbraucher eine Möglichkeit hat, an der Stelle wirklich zu wählen. Wie gesagt, das hätte ich gerne, und die restlichen Punkte habe ich jetzt zwar gerade vergessen, aber da habe ich für uns auch genickt. Das waren alles Dinge, wo ich sage, ja genau, das geht in die richtige Richtung. Und eine Frage aus dem Publikum würde ich noch ganz kurz beantworten wollen. Das war eben diese Frage mit diesem Missbrauchspotenzial. Ich kann die Frage nicht beantworten, ich kann hier nicht beantworten an dieser Stelle. Ich würde eher einen Vorschlag zur Tagesordnung machen wollen, wie man meiner Meinung nach vorgehen sollte. Ich bin schon der Meinung, wir sollten die technischen Möglichkeiten auf den Tisch legen, wir sollten die Risiken und die Chancen auf den Tisch legen, wir sollten auch die Ängste und Befürchtungen auf den Tisch legen, und das Ganze ohne Polemik und ohne Nebelkerzen in einem Gremium, wo es erstmal nur darum geht zu sagen, finden wir eine gemeinsame Sprache und dann eine Sache abwägen. DPI, Traffic Management, Internet überhaupt, SMS auf dem Handy, das sind alles Dinge, die würde eine zweite NSDAP sofort irgendwie missbrauchen, wenn sie an die Macht kämen. Die würden aber das Internet abschalten und die Kommunikationskanäle komplett zerstören, eine Ausgangssperre verhängen oder was auch immer. Das heißt, die Technologie oder die Verhinderung der Technologie bringt uns an dieser Stelle nicht weiter. Aber wie gesagt, das sind Abwägen von Rechtsgütern, und das sollte halt, wie gesagt, in einem Raum passieren. Wie gesagt, ich stehe da gerne zur Verfügung für so eine Diskussion. Ja, ich muss allerdings, nachdem hier von dem Vertreter der Telekom da die Begrifflichkeiten noch einmal erwähnt wurde, einfach mal sagen, dass ein, zwei Marketing-Nebelkerzen mich irgendwie ziemlich ärgern. Zum Beispiel die Dialektik, nein, wir benachteiligen niemanden, wir bevorzugen nur welche Leute. Also das ist Marketing... das ist schon ein Marketing-Trick der relativ einfachen Art. Nehmen Sie mir das nicht übel, wenn Sie Leute bevorteilen, dann benachteiligen Sie denen gegenüber anderen. Sie können jetzt argumentieren, das ist Marktwirtschaft, das finde ich auch immer relativ schön, wenn ehemaliger Staatskonzern und Monopolist über Marktwirtschaft redet. Da möchte ich nur mal ein bisschen schnippig sagen, also wir kaufen in Berlin gerade die Wasserbetriebe zurück. Es gibt auch bei den Liberalen inzwischen das Einsehen, dass es einige Sachen gibt, die halt offensichtlich zur allgemeinen Versorgung wichtig sind. Und die Telekom hat jetzt Konkurrenz, aber sie hat in viele Jahrzehnte mit unseren Steuergeldern Sachen aufgebaut und hat da natürlich eine höhere Verantwortung. Wo muss Politik jetzt handeln? Die Politik wird ein bisschen überraschend sein, ja, kann ich mich jetzt mal als Informatiker zurückfallen. Einfach mal lernen, was funktioniert hat und was nicht.
Und da muss ich nochmal der Deutschen Bundespost, das ist eine Vorgängerfirma, mit der sie nichts zu tun haben, nur nochmal erinnern, das Internet ist zusammengehackt worden von ein paar ungewaschenen Studenten, während die großen, mächtigen Telekom-Betriebe mit ihren OSI-Protokoll hunderte Millionen verprasst haben. Als ich studiert habe, habe ich nur OSI-Protokoll gelernt und der Professor meinte peinlich, es gibt so etwas Schmutziges, nämlich TCP/IP, aber das wird sich nie durchsetzen. Wir haben eigentlich schon gesprochen, diese Regulierung, die Sie jetzt planen, das haben Sie vor 30 Jahren versucht, das war keine gute Idee. Dieses wild wuchernde Internet ermöglicht Marktwirtschaft und vielleicht ist es auch dann halt eine ironischerweise gute linke Politik da, die Freiheit zu erhalten und möglichst wenig zu regulieren, was ja nicht immer den Linken als besondere Kernkompetenz zugesichert wird. Vielen Dank für den freundlichen Hinweis. Vielen Dank für die Diskussion hier untereinander auf dem Podium. Für die faire und qualifizierte Auseinandersetzung zwischen Plenum und Podium. Ich denke, wir sind doch ein Stück weitergekommen in der Frage, wie wir die Technologie bewerten müssen, wo sich Handlungsbedarfe in der Politik entwickeln. Und ich habe mich sehr gefreut, dass wir diese Diskussion hier führen konnten, dass Sie hierher kommen konnten zu unserer Veranstaltung und gehe jetzt mit Ihnen zusammen in die Pause. Vielen Dank.